Die Kiesgrube hier ist ein Lebensraum für viele Arten, die Licht, Luft und Sonne leben. Häufig sind es Arten, die ursprünglich in den Flusslandschaften vorgekommen sind. Solche Kiesgruben wie hier sind ja eigentlich Ersatzlandschaften für Flüsse. Früher hatte jedes Dorf seine Dorfweide, wo die Rinder, wo die Ziegen rumgelaufen sind, gefressen haben und wo eine äußerst artenreiche Landschaft entstanden ist. Traditionelle bayerische Kulturlandschaft im besten Sinn, und das entsteht hier wieder. Und damit der Lebensraum für diese Arten auch erhalten bleibt, muss man allerdings dafür sorgen, dass das nicht völlig zuwächst. Wenn man nichts machen würde, käme der Wald von allein und es wäre schnell vorbei mit den sonnigen Lebensräumen. Die Arten dieser Kulturlandschaft, vom Neuntöter bis zur Dorngrasmücke, die sind jetzt wieder da und haben wieder eine neue Heimat gefunden. Das ist hier noch landwirtschaftliche Nutzung. Hier wird also Fleisch erzeugt auf eine äußerst tiergerechte Art und Weise. Auf die Weise verbindet man also Naturschutz mit Landwirtschaft. Das ist sicherlich Naturschutz im besten Sinn. Naturschutz durch Landwirtschaft, das hat letztlich Vorteile für uns alle, und das ist ganz meine Natur.